Sehr schön. Langsam sehen wir aus wie eine Wenn ich euch sonst noch irgendwie helfen kann? In die Steine an diesem Ort wurden seltsame Glyphen graviert, die nur mit Schleierfeuer sichtbar gemacht werden können. Obwohl sie elfischen Ursprungs sind, verstehe ich ihren Zweck nicht. Vielleicht sagen sie euch ja etwas. Ich habe in Denan Hanin etwas über Rotkreuz in Erfahrung gebracht. Wenn ihr bei den Smaragdgräbern wart, habt ihr dann Teven und die anderen gesehen? Sie wurden getötet. Mir leid. Mir auch. Aber es überrascht mich nicht. Danke, dass ihr mir die hier gebracht habt. Sie ist Teil unserer Geschichte und wir werden sie in Ehren halten. Mögen eure Götter über euch wachen, mein Freund. Aus Havens Feuern, wir eilen herbei, zur Himmelsfeste, die so stark und frei. Ein Held, neugeboren, uns zu sich ruft. Wir eilen zu ihm, denn sein Mut ist groß. Alles gut, wie es aussieht. Ich danke euch. Ich habe gehört, Dashiell war sehr lohnend für euch, Inquisitor. Wird Zeit, dass ich nachsehe, ob meine Freunde auch durchgekommen sind. Ich kenne ein Geheimversteck. Hoffentlich was Nettes für meine Mühe. Naja, für eure Mühe. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr aufbrechen wollt. Und seht zu, dass eure Taschen leer sind. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Das bin ich immer. Dafür lebe ich. Mal sehen, was unsere Freunde für uns haben. Wartet, das ist seltsam. Was? Ich hatte ein Dorf oder sowas erwartet. Die Leute, die mir Sachen hinterlegen, gehen nicht zu Orten wie diesem. Gebt mir eine Stadt und ich zeige euch alles, aber Überraschung, mit Wäldern oder blöden Ruinen kenne ich mich nicht aus. Was war da? Tut mir nichts. Harmond hat mich gezwungen. Wie ist euer Name und warum seid ihr hier? Er hat mich gezwungen. Er sagte, ich muss ihn zu ihr führen, weil ich irgendwas gesagt habe. Dabei war das nur Gerede. Das hier sollte eine einfache Lieferung sein. Was ist hier los? Seid ihr sie?
Auf euch hat er gewartet. Das ist sie. Sie ist hier. Die rote Jenny. Und wir vergessen das Ganze. Glaub diesem Schleimbeutel kein Wort. Er hat angefangen. Ah, das war doch gar nicht so schwer, oder? Wir haben die Konfusion erkannt und überwunden. Ich bin Lord Pearl Harmond. Ich hoffe, Inquisitor, dass ihr auch weiterhin Vernunft walten lasst. Immerhin ist eure Gesellschaft alles andere als tugendhaft. Verdammter Mistkerl! Noch ein adliges Arschloch, das nach unten tritt! Wir beide sind uns sehr ähnlich. Naja, ihr könnt mir natürlich nicht das Wasser reichen, aber wir brauchen beide Leute. Sieh an, plötzlich wollt ihr reden, aber Sarah ist meine Verbündete. Ihr habt ihre Freunde angegriffen. Kommt schon, ihr wisst, was mich ihre Einmischung kostet, denn offenbar wart ihr daran beteiligt. Ehrlich, bis jetzt dachte ich, ihr wärt ebenfalls von diesen roten Jennys hinters Licht geführt worden. Ihr seid adelig und als Inquisitor weit mehr als ein Standesgenosse. Ich attackierte sie in unser beider Namen. Arschloch! Ruhe! Inquisitor, Herold, nichts läge mir ferner als eine Feindschaft mit euch und eurer Freundin. Wenn ihr gewillt seid, die Gelegenheit zu nutzen, könnten wir vortrefflich zusammenarbeiten. Eine Partnerschaft bringt mir eure Feinde ein. Ich brauche das Land. Was soll das? Er ist für die Hälfte der Scheiße in Verschiel verantwortlich. Und jetzt rekrutiert er die andere Hälfte. Betrachtet eure Ländereien und Titel als requiriert. Das Ganze war eure Idee. Denkt an eure unmittelbaren Optionen. Ich bin überrascht, enttäuscht, aber dennoch froh angesichts dieser Alternative. Kommt mir nie wieder unter die Augen. Das gilt auch für euch, meine Liebe. Da seid ihr ja. Schöne Scheiße mit Harmond, was? Eigentlich müsste ich ja sauer sein, dass er noch lebt. Aber Kerle wie er lassen sich nicht anleihen. Ich meine, er hat für die ganze Scheiße was viel Schlimmeres verdient. Aber wir sind gut aus der Sache rausgekommen. Gar nicht übel. Solange das Ganze innerhalb der Inquisition bleibt, unterstütze ich euch. Trotz der ganzen Aufregung hier? Trotzdem. Na dann. Schön. Aber wie genau meint ihr das? Ich bin es nämlich nicht gewohnt, dass mir jemand zustimmt, so wie ihr gerade. Wir werden sicher die ein oder andere Auseinandersetzung haben. Aber ich hätte euch gerne als Freundin. So einen fetten Kontakt hatte ich noch nie. Fett natürlich im Sinne von wichtig. Aber mir soll's recht sein, Inquisitor. Ich mag euch. Mal sehen, ob das so bleibt. Ich habe den großen Ball nicht verstanden. Alles wäre viel leichter gewesen, wenn sie gesagt hätten, was sie wollten. Wie fandet ihr die Masken? Welche Masken? Die Masken, die sie alle vor ihren Gesichtern hatten. Das waren nicht ihre Gesichter? Ich habe das Amulett gefunden, von dem uns Solus erzählt hat. Möchtet ihr es anlegen? Ja, aber nicht hier. Mir gefällt es hier. Wir brauchen einen Ort, auf den wir verzichten können, falls etwas schief geht. Was mache ich damit? Ihr habt eines der Amulette gefunden. Ausgezeichnet. Darf ich?
Es ist ganz einfach. Ihr legt es an, ich lade es mit Magie auf und schon solltet ihr geschützt sein. Seid ihr bereit, Cole? Sie können mich nicht zu einem Monster machen. Ah! Was war das? Oh, bei... Was macht ihr mit dem Kleinen? Ihr verhindert, dass mich Blutmagier so binden können wie die Dämonen in Adamant. Aber es funktioniert nicht. Irgendetwas blockiert die Verzauberung. Irgendetwas? Nicht vielleicht die Tatsache, dass Cole kein Dämon ist? Solas, ist es möglich, dass das Amulett bei Cole nicht funktioniert, weil er zu menschlich ist? Für Cole mögen besondere Umstände gelten, aber er bleibt dennoch ein Geist. Ja, ein Geist, der seltsamerweise äußerst menschlich ist. Ich bin unwichtig. Sperrt einfach die Teile von mir weg, die irgendjemand verknoten könnte, um mich zum Gehorsam zu zwingen. Konzentriert euch auf das Amulett. Erzählt mir, was ihr fühlt. Eine warme, weiche Decke, die mich umhüllt. Aber sie bleibt hängen, zerreißt. Ich bin nicht die richtige Form. Da ist etwas. Dort. In dieser Richtung. Wir werden herausfinden, was das Amulett wirkungslos macht und das Problem lösen. Was auch immer es ist. Na los, Kleiner. Holt Kallen und seht euch gemeinsam die Karte an, um herauszufinden, wo ihr etwas Ungewöhnliches spürt. Werdet ihr mich begleiten? Ihr alle? Natürlich. Na schön, ich hab's verstanden. Ihr mögt Geister. Aber er kam in diese Welt, weil er ein Mensch sein wollte. Also lasst ihn das gefälligst auch sein. Wichtig ist nur, dass die Venatori Cole nicht binden können. Alles andere interessiert mich nicht. Schön und gut. Aber dieses Ritual, das sie durchführen, funktioniert doch nur bei Dämonen, richtig? Das hier ist nicht irgendeine eurer Fantasiegeschichten, Kind des Steins. Wir können nicht ändern, wer wir sind, nur weil wir es uns wünschen. Ach nein? Wie auch immer wir dieses Problem lösen, unser nächster Schritt ist es, das aufzuspüren, was auch immer die Verzauberung blockiert. Ja, das sollte für diesen Monat reichen. Gib mir einen Moment. Seid gegrüßt. Kann ich euch vielleicht helfen? Ihr habt mich getötet. Was? Ich weiß nicht mal, wer ihr seid. Ihr habt vergessen. Ihr habt mich in den Kerker des Weißen Turms gesperrt und vergessen. Und ich bin in der Dunkelheit gestorben. Der Weiße Turm? Hört auf, Cole. Ganz ruhig, Kleiner. Er hat mich getötet. Er hat mich getötet. Deshalb funktioniert es nicht. Er hat mich getötet und ich muss ihn auch töten. Bevor irgendjemand getötet wird, muss ich wissen, was hier vorgeht. Dieser Mann kann euch nicht getötet haben, Cole. Ihr seid ein Geist. Und ihr habt noch nicht einmal von einem Körperbesitz ergriffen. Ein blutiger, kauernder Körper, keuchend, kalt in der steinernen Zelle. Eisige Eingeweide in der feuchten Finsternis. Ein gefangener Abtrünniger. Sie steckten ihn in den Kerker des Weißen Turms in Val Royo. Sie vergaßen ihn. Er verhungerte. Ich kam hindurch, um ihm zu helfen. Und konnte es nicht. So wurde ich er. Cole. Wenn Cole ein Abtrünniger war, muss der Kerl, den wir gerade getroffen haben, ein Templer sein. Er hat vermutlich Lyrium gekauft. Lasst mich ihn töten. Ich muss. Thank you.
Solas? Wir dürfen nicht zulassen, dass Cole diesen Mann tötet. Ich bezweifle, dass irgendjemand das vorschlagen wollte, Moorkopf. Cole ist ein Geist. Der Tod des echten Cole hat ihn krank gemacht und gegen seine Bestimmung verkehrt. Um diesen Teil seiner selbst zurückzuerhalten, muss er ihm verzeihen. Ach, kommt schon. Man verzeiht doch nicht einfach jemandem, der einen getötet hat. Ihr vielleicht nicht. Ein Geist schon. Varric? Der Kleine ist wütend. Er muss es verarbeiten. Ein Geist verarbeitet keine Gefühle. Er verkörpert sie. Aber er ist kein Geist, richtig? Er hat sich selbst menschlich gemacht und Menschen verändern sich. Sie werden verletzt und sie heilen wieder. Er muss es wie ein Mensch überwinden. Ihr würdet das Wesen dessen verändern, was er ist. Das hat er schon selbst gemacht, als er das Nichts verlassen hat. Ich helfe ihm nur, es zu überleben. Bevor ich irgendetwas entscheide, muss ich erst genauer wissen, was geschehen ist. Der echte Cole war anscheinend ein Abtrünniger, der von Templern gefangen genommen und in den Zirkel gebracht wurde. Und Templer sind nicht unbedingt für ihr sanftmütiges Wesen bekannt. Als der junge Mann in einem Kerker verhungerte, erregte sein Leid die Aufmerksamkeit eines Geistes. Vermutlich eines Geistes des Mitgefühls. Des Mitgefühls? Ein seltener Geist, gewiss. Und allzu zerbrechlich, wenn sich seine Bemühungen, anderen zu helfen, als fruchtlos erweisen. Cole muss es hinter sich lassen. Ich denke, dabei kann ich ihm helfen. Begleitet mich, Cole! Es ist nicht möglich! Nicht möglich! Fühlt ihr den Schmerz dieses Mannes, Cole? Er erinnert sich wieder. Er weiß, dass er mich getötet hat. Nein, fühlt seinen Schmerz, seine Schuld, die Scham, die ihn von den Templern fortgetrieben hat. Keine Sorge, wir werden die Unterlagen über ihn vernichten. Sie klopfen mir auf die Schulter. Es riecht nach geöltem Metall und Blut. Sie lächeln genau wie Louis, als er mich dazu brachte, die Kätzchen zu ertränken. Lachen prallt von den Wänden ab. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Er leidet, Cole. Und ihr seid ein Geist des Mitgefühls. Vergesst. Ich glaube, wir sind hier fertig. Alles in Ordnung, Kleiner? Ja, er ist frei. Wir beide sind frei. Das Amulett scheint zu funktionieren. Cole sollte nun hinreichend geschützt sein. Habt ihr seitdem schon mal mit ihm geredet? Ist euch aufgefallen, wie er sich anhört? Er hört sich an wie ein Geist. Sinnlose Worte, wie am Ende bei Bartrand. Ich will nur das Lied noch einmal hören. Nur für eine Minute. Es geht mir gut, Varric. Wichtig ist nur, dass er glücklich ist. Wie fühlt ihr euch, Cole? Es geht mir gut. Es gibt noch Arbeit, Schmerzen zu stillen, Leid zu lindern. Aber die Last ist fort. Die alten Ketten sind abgefallen. Ihr seid nicht mehr wütend auf den Mann, der euch das angetan hat? Nein, ich half ihm zu vergessen. Sein Schmerz zerrt nicht länger an mir. Eine Frau mit zwei Namen steckt einer linken Hand in der Dunkelheit ein Messer zu. Honig, der in Lilianas Wein gerührt wird. Glaube, nicht Rache. Er hätte ein echter Mensch sein können. Womöglich. Aber hätte ihn das glücklicher gemacht, Kind des Steins? Ja.